Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. I better focus on this board and start tying these clues together. Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Life is Strange, Episode 4, The Dark Room. Hi Max, wollte Mu mal nachfragen, wie die Suche läuft. Danke Frank, wir arbeiten uns voran. Ich hoffe sehr. Halte mich auf den Laufenden. Komm später vorbei, wenn du vorhin willst. Viel Glück. Jetzt sind wir so Best Friends mit Frank. Nee, ist klar. Mal gucken, ob ich mich hier noch umsehen kann, aber das kennen wir ja eigentlich schon alles. Was macht die Chloe denn da? We've printed everything we need. Now it's time to focus on the big board. Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Okay, Franks Hinweis untersuchen. Nein, ich wollte Franks Hinweis untersuchen. So. Sammel Informationen zu einem Charakter, indem du alle richtigen Hinweise auswählst. Für jeden Abschnitt musst du eine bestimmte Anzahl an Hinweisen ausgewählt werden. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Frank's account book. But the client names are encrypted. Okay, das können wir dann mal einmal auswählen. Okay, was ist das hier? Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him, right? David Madsen und Nathan Prescott sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier im Mr. Madsens Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitet. In Anbetracht des vorbildlichen Status Rachels sagte ich David, dass ich konkrete Beweise benötige. Und er versprach, er habe welche vorzuzeigen. Okay, das brauchen wir jetzt nicht, meiner Meinung nach. Anzeigen. So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Frank, was du getan hast, war uncool. Und schiebst nicht auf die Drogen. Du hast mir wirklich Angst gemacht. Und ich dachte, du kommst nie wieder runter. So habe ich dich noch nie gesehen. Und das nächste Mal wird das letzte Mal gewesen sein. Ich bin Löwe und wir schauen nicht zurück. Mir liegt etwas an dir. Uns. Also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen. Okay, das ist auch nicht so wichtig. Maybe Rachel took a road trip with Frank, but she did come back. So weird how close they were. But Frank couldn't keep Rachel. Or protect her. There's no doubt she loved him in some way. Frankie B. Hoffe, du liest das morgens als erstes. Tut mir leid wegen letzter Nacht. Ich war ein fieses Wesen und hab's an dir ausgelassen. Und am Arm, Pompidou. In meinem Leben passiert eine Menge merkwürdiger Scheiß. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich komme nie aus Arcadia Bay raus. Ich danke Gott für dich. Du bist eines der besten Dinge, die ich hier habe. Und der Gedanke an uns zusammen bringt mich zum Lächeln. Lass uns einfach Richtung Horizont fahren. Liebe dich auf ewig. R.A. Okay, und was ist das hier? Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Ist das nicht zufällig die Namensliste? Yes, the game is on. Now. Talk to us, account book. Tell us everything. Ja, aber erstmal gehe ich hier weitere Hinweise nach. Untersuchen. Okay, hier braucht mir drei. Investigation. I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Nein, warte, das wird sich gar nicht. Mittlere Maustaste, gesamte Auswahl öffnen. Okay, mache ich. Ansehen. Ansehen, habe ich gesagt. David should have done way more than take photos of Kate.
Okay. Ansehen. I hope in this case that David has good tracking skills. Okay, das könnte wichtig sein. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Okay, das könnte auch wichtig sein. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Kate Marsh nimmt immer den gleichen Weg zum Unterricht. Hörte Kate und Dana über Besorgungen über die Vortex-Party reden. Drogen? Kate mit ihrer Kirchengruppe beobachtet. Sie kennt die Bibel gut. Kate braucht länger im Bad als alle anderen. Drogen? Sah Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen. Traue niemals Erwachsenen mit Schwitzbad. Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern. Selbst von der Kirche. Drogen? Versuchte mit Kate über die Party zu reden. Sie verärgert und floh. Schuldig. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Rachel spendet die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meidet das Wohnheim. Folgte Rachel zum Leuchtturm? Rachel meidet das Wohnheim. Folgte Rachel zum Leuchtturm? Okay. Berichte Acadia Bay Polizei. Fall Nummer 678. Schilderung des Vorfalls. Rachel Amber 18 wurde um 14.35 Uhr an der Blackwell Academy wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Dies wurde von Sicherheitschef David Manson gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Miss Amber zu befragen, die mit Drohungen und Verleugnungen reagierte. In ihrer Tasche wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Siehe Anhang für detaillierte Übersicht. Na, guck mal, das ist ein Foto von uns. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Ich war überrascht, einen unangekündigten Besuch von Rachel Amber zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptete, David Manson folge ihr und fotografiere sie. David stritt dies ab und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich neuerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben sollte. You need to get rid of these damn cameras, David. Okay, das ist wohl nicht wichtig. Ansehen. At least David was finally going after the right suspect. Okay, das könnten wir gebrauchen. And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Okay, dann fehlt jetzt nur noch Nathans Hinweise. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Couldn't hurt to give this pin code a whack. Okay, Puck ist auch drauf, das heißt, das könnten wir auch gut gebrauchen, wenn wir dreimal die PIN falsch eingeben. Das Handy brauchen wir definitiv. Okay, was ist das hier jetzt? Ansehen. Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Disziplinische Warnung. Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrte Mrs. Prescott. Mit Bedauern informieren wir Sie darüber, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnungen und Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs. Hoyers Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag, dem 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seine Akten. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwoods Kapazitäten hinausgeht. Die Schule kann diese Störungen nicht tolerieren, also hoffen wir, dass Sie diese Angelegenheit mit Nathan diskutieren und ihm die Schwere der Situation bewusst machen können. Einen vollständigen Bericht finden Sie in den angehängten Dokumenten. Okay, das scheint nicht wichtig zu sein. Papier, Ansehen. Holy shit. Nathan is seriously unhinged.
But those numbers might be useful. Okay, das nehmen wir dann auch mal mit. Okay, ansehen. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Hoffentlich nicht. Was ist das hier? If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Schauen wir uns doch die Schillerakte an. There's a lot of numbers in here. Okay, da könnte natürlich die PIN auch drin stehen. Also nehme ich das auch mal mit. Dann haben wir ja schon 4 für 4. Mal gucken, ob das richtig ist. Okay, Max. Let's blow this code up and go home. Oh Gott. Eine Nachricht von Nathan. Wow. Da ist jemand sauer. Okay. Untersuchen. Hallo, untersuchen. Max, I know we can snap all the... Roger that. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Okay, Nathan ist der Rott. Okay, dann suchen wir überall, wo Rott dabei ist. Papier ansehen. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Ach komm mal, da ist Nathan schon dabei. Das heißt, das nehmen wir dann mal mit. Ne. Ansehen. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Ja, ist er schon mal nicht dabei. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Hier ist er auch nicht dabei. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Okay, da ist Nathan dabei. Dann schauen wir uns dieses hier nochmal an. I'm getting a contact high just reading this. Hier ist Nathan nicht dabei. I wonder what dog name Frank would have given me. Da ist Nathan auch noch dabei. Okay, dann haben wir doch alle. Oh yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Okay, dann Dave ist Hinweise. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Dann schauen wir doch mal nach ansehen. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Okay, das wählen wir schon mal aus. Wobei wir ja auf dem Foto schon gesehen haben, dass das Auto kaputt ist, ist es wahrscheinlich dann das hier. Who does this car belong to? Nathans Auto. SXFTNDR, okay. Dann einmal auswählen. Das haben wir nämlich hier auf das Foto gesehen, dass das Rücklicht kaputt ist. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch die Koordinationen ansehen. Yep, another car David was tracking. Das ist es schon mal nicht. Das auch Who else nicht. Was David tracking here? Hier. Okay. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye aye, Captain. Here we come, Rachel. Okay, dann fehlen jetzt nur noch Nathans Hinweise. Okay. Let's start hacking. Okay, dann schauen wir uns mal das an. Wann hat er denn Geburtstag? Der 29.8. Vielleicht ist das der Code. Merke ich mal jetzt. 29.08 habe ich hier irgendwo einen Stift. Ja, hab ich. Jetzt brauche ich nur noch ein Blatt Papier. Das muss es tun. Okay.
29, 08 oder 08, 29. Okay. Papier ansehen. Okay. 9, 5, 3, 5 ist eingekreist. Das schreibe ich auch mal auf. So, das sind schon mal drei PIN-Codes. Dann schreibe ich mir die Puck auf. Falls alles falsch ist. 8, 7, 8, 9, 7, 8, 0, 8. Okay. Dann versuchen wir doch mal unser Glück. Okay. 0. 8. Warte, ich mache es von unten nach oben. 9. 5. Kann ich das auch so machen? Hä, wäre lustig gewesen, wenn es gehen würde. 3 und 5. Ups, bad code. Ja, das kann weg. Was haben wir denn als nächstes? 0, 8, 2, 9. Oh, score! Now let's check out all the messages from the week Kate was drugged. Was geht, brauch geh. Okay, cool. Alter, du hast mir Wasser verkauft, Arschloch. Beruhige dich, bring's mir. Auf den Weg. Bleib weg, Bullen am Strand. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club Party. Bist du da? Fette Fete heute Nacht. Zu Hause, unterwegs. Stopf die Pfeile. Nein, stopf die Pfeife. Okay. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Brauchst dringend. Ich mache keine Hausbesuche. Du hast ein Auto. Keine Zeit. Ich zahle das Doppelte. Allerdings wehe, du hast es nicht bar. Keine Spielereien. Adresse? Ich rufe dich für eine Wegbeschreibung an. Auf dem Weg. Halte das Geld bereit. Drug dealer drama. Alter, bist du wach? Was willst du? Kokain? Skidoo? Acid? Azid? Du zahlst den Nachtaufschlag. Lass mich nicht warten. Sorry wegen vorhin. Brauche mehr. Bist du da? Ja. Komm nicht und fick dich. God, Nathan. You're out of control. Jo, brauch Gras etc. Sofort. Beruhige dich. Flippst du aus? Bald. Sei cool, bitte. Strand, benimm dich dieses Mal. So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. Okay, hat uns die Nachricht geschrieben. From Nathan's father? That's brutal. Bitte ruf mich nicht auf der Arbeit an. Ich habe dir das schon mehrmals gesagt. Bekifft sein ist keine Entschuldigung mehr. Ich habe keine Zeit für deine Dummheiten. Du willst, dass ich dich wie einen selbstständigen Erwachsenen behandle? Beeindrucke mich. Nichts wäre mir lieber, als stolz auf dich sein zu können. Arbeite daran. Ja, dann. Oh Gott. Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Ach du liebes bisschen. So, this infamous party was the fourth. Okay. 4. Oktober. 8 Uhr. Abends. Okay. Dann schauen wir mal das hier alles an. Das ist schon mal nicht vom 8.10. Das ist vom 7.10. Ersten 10. Vierter 10.
17. Woher weiß ich jetzt, welches das Richtige ist? Das ist ja alles vom 17. Hey. War noch gar nicht fertig. Ja. Warte, wo war das mit der fetten Fee zu? Oh, nicht. Hm. Was ist das hier? Party tonight, okay, das kann es auch nicht sein, dann. Okay, dann nehme ich einfach mal das hier mit. Okay. Okay. Ansehen. Okay, das kann schon nicht sein. Das ist der 9. auch nicht. Gott, ansehen. Das könnte was sein. Also das zweite von oben. Das dritte von oben. Zweite von unten. Okay. Okay. Sind ja nur drei. Oh Gott. Ansehen. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Gott hat 10. Das ist schon mal nicht. That beach is like Frank's main office. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Somebody is stocking up on gas. Why? Not much out there. Warte mal, achten. Ach, der 4. Wir sind verschrieben. Okay, der 4.10. Dann nehme ich nochmal alles zurück. Okay, 4.10. No doubt that Nathan stays in his dorm room. Okay, das. So, he could be hiding clues there too. Kann ich das nochmal ansehen? 4.10. 10.56 Uhr abends. Das ist schon mal verdächtig. Ah, guck mal. Mehr kann ich nicht nehmen. Okay. Dann brauche ich alles, was vom 4.10. ist. Also das können wir schon mal streichen. Das bedeutet jetzt nichts. Das hier auch nicht. Okay. Dann nehmen wir das mal. Okay, zweiter, dritter von oben. Okay, das heißt, ich muss mir nur die hier ansehen. Hat auch seine Vorteile. Okay, das brauche ich nicht. Ansehen. Das könnte interessant sein. Und dann noch das dritte von unten. Ist auch von 4. 11 Uhr. 11 Uhr, ansehen. 5.40 Uhr, das war vor der Party. Chloe,
This is definitely the place. Let me dig up some more clues here. So. Soll der Detektiv werden, hm? Nope. Nothing, Max. There's nothing here. There's some shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody, except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. I know. But we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Okay, dann schauen wir uns doch mal hier um, ne? Warte, Fotos. Mal schauen, was die nächsten Fotos da sind. Ne? Okay, Darkroom. Die Mühle, okay. Das heißt, müsste ja eigentlich hier irgendwo sein, ne? Zuerst suchen wir das Foto. Oh, guck mal, Eichhörnchen. Oh, Warren. Danke, dass du mich von Nathan weggezogen hast. So viel zu den Affen rauslassen. Er hatte Prügel verdient, aber ich will nicht auf sein Niveau sinken. Früher oder später tritt ihm schon wer in den Arsch. Du bist weise, Grashüpfer. Danke, aber ich bin nicht gerade der Held, den die Stadt braucht. Ein Held bist du trotzdem. Und sehe nur Kostüme. Wo ich gerade dabei bin, ich hoffe, du kommst heute zur Party, damit wir feiern können. Ich sage dir Bescheid, versprochen. Cool, jetzt muss ich mich beruhigen. Okay, können wir uns hier umsehen? Komm mal, ansehen. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Guck mal, müde Vogel. Vogel? Na, guck mal, Foto. Ey! Oh, guck mal, hat noch gezählt. Hat ja noch gezählt, ne? Oh, schickes Foto. Okay, dann können wir uns jetzt hier in Ruhe umschauen. Okay, hier ist nichts, außer ein Blech. Oh, guck mal, das können wir bewegen. On the front door. Come on. Oh, yes. Maximus rules. God, this is way too Blair Witch.
I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry, Aaron, Prescott, and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. My scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. So, das gerade wieder yes, zwischenspeichert. Clippings. But that can't be the only thing here. Sag ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Life is Strange Episode 4 The Dark Room.